Ja, wir kommen zurück zum zweiten Teil der 11. Vorlesung. Wir schauen uns jetzt noch die sogenannten Typecasts an. Zunächst mal gibt es die impliziten und die expliziten Typumwandlungen in C. Zunächst mal zu den impliziten. Es geht los mit der arithmetischen Umwandlung. Implizite Umwandlung heißt, dass wir als Programmierer damit erstmal nichts zu tun haben. Das passiert automatisch beim Übersetzen des Programms im Hintergrund. Die arithmetische Umwandlung, die wir bereits kennengelernt haben im Zusammenhang mit den Gleitkommazahlen, ist, dass in C bei unterschiedlichen Operanden immer mit den in Anführungszeichen größeren gerechnet wird. Das heißt, wenn signed und unsigned in Verbindung ist, wird immer mit unsigned gerechnet. Unsigned hat den scheinbar größeren Wertebereich. Wenn Integer und Gleitkommazahlen verwendet werden, dann wird immer mit Gleitkommazahlen gerechnet. Deswegen in Anführungszeichen größeren Datentyp, weil ein Int 64 nun mal einen erheblich größeren Wertebereich hat, was die ganzen Zahlen anbelangt, als ein Float, also 64 Bit zu 24. Trotzdem wird im C-Compiler mit dem scheinbar größeren Typen gerechnet, nämlich mit Float, weil einfach insgesamt der Wertebereich von Float natürlich größer ist als der von Int. Was der Compiler automatisch machen kann, es ist optional, es muss nicht passieren, aber bei den meisten Compilern wird es so umgesetzt, dass eben ein kleinerer Integer-Typ, also sowas wie char oder short, tatsächlich mit Int verarbeitet wird. Das heißt, wir sparen keinen Speicher, wenn wir bei kleinen Zahlen nur mit Charakter arbeiten. Es wird dann intern trotzdem mit Integer gerechnet. Bei der Umwandlung Fließkommazahlen zu Integer werden die Nachkommastellen einfach abgeschnitten, das heißt einfach ignoriert. Andersherum, wenn wir eine Integerzahl in eine Gleitkommazahl wandeln, dann muss laut Standard die bestmögliche Näherung verwendet werden. Also zum Beispiel eine 25-Bit große Integerzahl ist nicht unbedingt exakt mit Float darstellbar, dann soll die nächstmögliche Näherung verwendet werden. Meine Erfahrung mit den C-Compilern ist allerdings die, dass auch hier einfach abgeschnitten wird. Das heißt, es wird auf die nächstmögliche Darstellung abgerundet. Wenn es bei der impliziten Typumwandlung zu einem Datenverlust kommen kann, dann ist der Compiler angehalten, eine Warnung auszugeben. Also will ich zum Beispiel einen Integer-Wert innerhalb von Character abspeichern, dann sollte der Compiler warnen. Er kann auf Warnung verzichten, wenn der Wert berechenbar ist und im gültigen Bereich von Character liegt. Aber wenn er nicht berechenbar ist oder generell, sollte eine Warnung durch den Compiler erfolgen. Warnungen, die der Compiler ausgibt, bedeuten immer potenzielle Fehler. Das heißt, ein Programm, was korrekt implementiert ist, sollte keinerlei Warnungen ausgeben. Wir sind also angehalten, jedes Mal, wenn der Compiler eine Warnung erzeugt, genau hinzuschauen, ob diese Warnung gerechtfertigt ist, ob wir vielleicht einen Fehler gemacht haben. Und wenn wir wissen, dass der Wertebereich bei der Umwandlung im gewünschten Bereich liegt, dann müssen wir diese Warnung durch einen expliziten Typecast unterbinden. Wichtig ist natürlich, dass die Typumwandlungen zur Laufzeit nicht geprüft werden. Das heißt, Sie können mit einem expliziten Typecast jegliche Warnungen, was das Konvertieren von Daten angeht, unterdrücken. Das sollte also nicht der Fall sein, dass Sie einfach überall, wo eine Warnung auftritt, das mit Typecast unterbinden. Nein, wichtig ist, dass Sie jeder Warnung nachgehen und überprüfen, ob die Warnung gerechtfertigt ist. Oft ist es sogar sinnvoll, dieser Warnung nicht durch einen Typecast entgegenzuwirken, sondern den korrekten Typ zu verwenden. Kommen wir zur expliziten Typumwandlung. Es gibt zwei Arten der expliziten Typecasts. Das eine sind die Pointercasts, das zweite sind die Arithmeticcasts. Von der Syntax her schaut ein Pointercast so aus, dass ein beliebiger C-Typ gefolgt von mindestens einem Stern in Klammern steht. Das heißt, wir casten auf einen Zeiger. Wir haben im Rahmen der Zeiger die Anzahl der Sterne noch nicht weiter betrachtet.
Wir werden darauf später nochmal zurückkommen. Im Moment bleiben wir bei den einfachen Zeigern, das heißt, wir gehen von einem Stern aus. Syntaktisch ist ein Pointercast eben mindestens ein Stern neben dem Typ, wobei genau genommen wir natürlich auch Zeigertypen mit Typecast definieren können, dann würde der Stern sogar im Pointercast wegfallen. Arithmetische Umwandlung kann nur mit den arithmetischen Typen erfolgen, das heißt, dazu zählen die Integer und die Gleitkomma-Typen. Integer-Typ, also signed, unsigned und ein Int-Typ oder ein beliebiger Enum ist ebenfalls ein arithmetischer Typ. Und die Gleitkomma-Typen sind natürlich float, double und long, double. Der Unterschied zwischen jetzt einem Pointer-Cast und einem arithmetischen Cast ist ganz einfach. Der arithmetische Cast macht eine explizite Umwandlung des dahinterliegenden Datentyps. Wenn ich also einen Character zu float wandle, dann wird der entsprechende Integer-Wert des Character-Typs als Gleitkommazahl aufbereitet. Also ein kleines a, die 97, wird in das Float-Format für die dezimale Darstellung der 97 konvertiert. Es passiert also bei der Umwandlung eine explizite Konvertierung. Während ein Pointer-Cast lediglich die Darstellungsform anpasst und nichts an den Daten modifiziert. Ich habe eine Reihe von Beispielen und wir schauen uns auch gleich in der Virtual C noch ein Beispiel an. Also hier mal erstmal speichere ich den Buchstaben A in einer Integer-Variable in i und in der nächsten Zeile weise ich das i wieder einer Charakter-Variable zu. Ich weiß als Programmierer, dass das natürlich passt. Das kleine a ist auch als Charakter darstellbar. Der Compiler würde aber hier eine Warnung ausgeben, weil natürlich Integer größer ist als Charakter. Wir machen einen expliziten Cast und weisen den Compiler darauf hin, dass diese Zuweisung korrekt ist. Wir haben den Pointercast über Void Stern schon kennengelernt. Das ist also die Konvertierung einer Zahl in eine Adresse. Das Schlüsselwort Void bei den Zeigern hat noch eine besondere Bedeutung, denn Void kann ich in C für einen beliebigen Cast verwenden. Das heißt, ein Zeiger kann in C immer einem Void-Zeiger zugewiesen werden, ohne dass eine explizite Typkonvertierung erforderlich ist. Also hier in der nächsten Zeile, das P-Screen ist jetzt vom Typ Character Pointer. Ich muss, um eine Compilerwarnung zu vermeiden, einen expliziten Cast angeben, wenn ich auf einen T-Caller Pointer casten will. Wäre mein P-Screen vom Typ ein Void Pointer, könnte ich auf diesen Cast verzichten, weil, wie gesagt, da ein Cast immer möglich ist. In der letzten Zeile sehen wir eben nochmal das Beispiel, den Cast über einen Void Pointer, also einen beliebigen Zeiger kann ich jederzeit über einen Void-Pointer einem anderen Zeigerwert zuweisen. Vielleicht noch der Hinweis, wir können Strukturen nicht casten. Ein Cast von einer Struktur auf eine andere macht natürlich keinen Sinn, weil man müsste unter Umständen die Elemente im Speicher anders anordnen. Dem Compiler müsste auch der Inhalt, die Semantik der Struktur bekannt sein. Das ist natürlich nicht möglich. Ich kann allerdings eine Struktur auf eine andere Struktur abbilden, indem ich Zeiger verwende. Das macht aber in der Praxis natürlich nur Sinn, wenn die Strukturen inhaltlich auch gleich angeordnet sind. Also bei Strukturen ist nur ein Pointercast möglich. Ein einfacher Cast wie der arithmetische Cast ist nicht möglich. Und was wir bereits gerade eben gehört haben, wir können natürlich auch nicht auf Felder casten. So, wir schauen uns kurz zwei Beispiele zu der Typkonvertierung an. Also ich nehme mal eine Variable, r ist minus 1.0. Wir können einen entsprechenden Zeiger erzeugen, Stern dp ist und r. Also unser Double Pointer zeigt auf das r. Ich kann natürlich auch einen beliebigen anderen Zeiger anlegen, ein unsigned Character beispielsweise, f, und der wird auch gleich dp zugewiesen. Wir können uns das kurz anschauen. Und sehen jetzt unser R, den Inhalt der Gleitkommazahl, das dp zeigt auf das gleiche und auch unser f zeigt auf die gleiche Variable. Das ist jetzt hier halt als ASCII-Zeichen dargestellt. Wir bekommen eine Warnung, also unsigned, Character und Double. Ich weise also einen
Doublezeiger einem Charakter zu. Das kann ich durch einen expliziten Cast verhindern. Also ich schreibe den Cast noch davor und wenn wir jetzt übersetzen, kommt es ohne Fehlermeldung und wir erreichen natürlich genau das Gleiche. Das ist also nur der Hinweis an den Compiler, dass dieser Cast, der potenziell zu Fehler führen kann, ich kann natürlich über einen Character Pointer meine Double-Variable massiv verändern, aber durch diesen Hinweis, ich möchte diesen Cast explizit durchführen, wird diese Warnung unterdrückt. Ich kann beispielsweise über F, und zwar betrachtet als Feld, ich schaue mir das höchste Byte an und vergleiche das, ob eben die 80 Hex gesetzt ist, kann ich zum Beispiel herausfinden, dass die Zahl R über den Weg dieses Zeigers, dieses Character Arrays, dass diese Zahl negativ ist. Wir schreiben noch dazu, Zahlenumbruch, also unsere Zahl R und unser F beim Index 7. Mal das ausprobieren. Kriegen wir quasi die Information, die Zahl minus 1 ist negativ, weil wir natürlich hier die 80 Hex im höchsten Byte gesetzt haben, also unser Vorzeichen-Bit des MSB gesetzt ist. Also das ist eine typische Anwendung, wo wir Pointer-Casts verwenden. Wir ändern durch den Cast, also dadurch, dass wir auf einen Character-Pointer casten, ändern wir nichts an der Repräsentation der Gleitkommazahl. Wir haben nur eine andere Betrachtungsweise auf den Arbeitsspeicher. Ein zweites Beispiel, wo wir Typecast verwenden. Ich führe eine Struktur, wie schon mal gehabt, T-Komplex ein, lege mir eine komplexe Zahl an, also zum Beispiel 7,0 und 3,0 im Imaginärteil. Wir brauchen dafür ein TypeDef Struct, Double Way und Im. Komplex. Und was ich jetzt ausnutzen möchte, ist die Eigenschaft, dass sowohl Struct als auch Arrays aufsteigend im Speicher angelegt sind. Das heißt, ich kann mir jetzt hier einen Zeiger vom Typ Double, ich nenne das jetzt mal einen X-Pointer, einen Pointer auf X anlegen und den lasse ich auf X zeigen. Wenn wir das jetzt wieder einfach übersetzen, bekommen wir den Hinweis, dass hier Typungleichheit herrscht. Es gibt nur eine Warnung. Wie gesagt, der Pointercast bewirkt nicht eine Veränderung der Struktur, das heißt, der Speicher wird nicht verändert. Aber möglicherweise ist das ja hier fehlerhaft. Ich caste also wieder explizit auf einen Pointer auf Double. Wenn wir jetzt übersetzen, dann funktioniert das. Ich kann jetzt beispielsweise diese komplexe Zahl, das x, über den Zeiger ausgeben. Das heißt, über ein Array auf Re und Im zugreifen. Das heißt, wir geben jetzt mit printf den ersten Teil aus, also das %f. Und zwar unser XP bei Index i. Und damit noch ein Komma ausgegeben wird, sagen wir, falls nicht i, also wenn das i 0 ist, dann gebe noch ein Komma aus. Und auf die Weise können wir jetzt unsere Struktur x über den Zeiger als Array ausgeben. Wir geben erst den Real, dann den Imaginärteil aus, weil natürlich das Array genauso wie die Struktur aufsteigend im Speicher abgelegt ist. Also die Zahl ist negativ vom ersten Teil und das zweite Beispiel ist die 7,3. Wir also hier nochmal hinspringen, das Ganze uns anschauen, wie es im Speicher ausschaut,
Dann sehen wir, unser X ist die Datenstruktur T-Komplex. Unser Zeiger auf die Datenstruktur ist eben jetzt nicht eine Struktur. Vielleicht machen wir das nochmal parallel. Ein Komplex-Pointer ist eben auch gleich das X. Dann sieht man das ganz schön. Wenn wir den zuweisen und nicht hexadezimal, dann sehen wir natürlich auch hier, dass unser Komplex-Pointer löst Real- und Imaginärteil auf, während unser XP einfach nur der Zeiger auf das erste Element ist und eben dargestellt ist als ein Array. Wenn wir jetzt über XP iterieren, also die Elemente ausgeben, dann greifen wir natürlich erst auf die 7 und dann auf die 3 entsprechend zu. Also zwei Beispiele, wie man mit Hilfe von expliziten Pointercasts hier die Repräsentation im Speicher für den Zugriff modifizieren kann. Bei den arithmetischen Casts finden tatsächlich Veränderungen statt, während die Pointercasts nur die Repräsentation, also die Art der Sichtweise auf den Speicher verändert. Hier im dritten Teil gehen wir gleich noch auf die Spezialisierung ein. Bis gleich.